Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren neuen Let's Play von mir, dem Max, und ich sage euch schon mal was, in den nächsten paar Folgen wird ein Special Guest kommen, der mich über das komplette Let's Play begleiten wird, ein Meister der The Elder Scrolls Teile, er hat sie alle gespielt, er kennt sie alle, und mit dem werde ich zusammen Skyrim durchspielen. Und damit ihr schon mal wisst, warum ich mit Skyrim anfange, wir haben uns gesagt, drehen wir die Chronologie doch einfach mal um und spielen alles anders herum. Also, Skyrim wird begonnen, aber wir fangen Skyrim von Anfang an und nicht vom Ende her und tasten uns dann zu den etwas älteren Spielen durch. Ich habe schon extrem viele Skyrim-Spielstände. Ich kann euch die ja mal zeigen. Ja. Okay, das sind noch nicht mal alle. Aber wir fangen das Spiel an. Ich denke, den Anfang kennt ihr davon so und so alle. Und die Schrift wollen erzählen. Von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruder Zwist zum Kriege führt. Alduin, Königsgeißel, wird befreit. Schatten der Vergangenheit. Okay, das konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Schade. Jogen Windrufers, genau. Die Stimme der Macht. Ich denke, den anderen, den Anfang kennt ihr alle. Von Skyrim. Habt ihr zumindest schon einmal gesehen. Ich sehe ihn jetzt, glaube ich, zu. Mal. Seid ihr wach? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Holmstadt. Ich komme aus Holmstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Ibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch.
Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Sofort. Ja, Papa. So. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hey, entschuldige mich jetzt schon mal für die Mini-Ruckler, die hier drin waren. Da muss ich nochmal was ändern. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Da gibt gleich ganz viele. Lothir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? So. Wie machen wir uns denn jetzt? Das ist ein Ork, klar. Das dauert ja ein bisschen ewig hier gerade. Warum dauert das heute mal so lange immer? Das ist total lustig. Komm hier. Hoch 11. Was ist, macht ein Dunkel 11? Ich würde mal ein Dunkel 11 spielen. Aus? Das sieht viel besser aus. Das hier ist okay. Hier ist das noch raus.
das können wir so lassen. Und die Augen müssen wir noch ein bisschen verändern. Das ist ja hässlich. Muss ja einen schönen Charakter haben, ne? Das sieht schon mal noch was aus. Entweder den hier. Den. Lassen wir so. Lassen wir das so. Aber jetzt müssen wir noch andere Augen nehmen. Das ist gar nicht so leicht hier. Thank you.
Nee. Das ist cool. Okay. Und den Namen? Wie kann man den Namen bestimmen? Ah, ich weiß es nicht mehr. Okay. Nein, nein, it's back. Ja, ich finde es cool. Ja. Wie nennen wir uns? 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 Boah, das ist jetzt wieder so eine super schwere Sache hier. Wir nennen uns... Boah, wir nehmen uns so einen lappenhaften Namen einfach. Ich hasse es, sich einen Namen auszudenken. Das ist so scheiße schwer immer. Das kann ja wohl nicht wahr sein, hier sich so einen Namen auszudenken. Gerade bei meinen Büchern. Da hätten wir einen Namen. Gucken wir mal bei den Aragorn-Büchern, da kommen auch Elfen vor. So. Einmal schon. Oh, wie hießen die nochmal? Name ausdenken, sonst muss ich mein Mikrofon wieder anstöpseln hier. Wir nennen uns jetzt... So. Boah, das ist... Ich hasse sich einen Namen auszudenken, aber das habe ich schon mal gesagt. Also wir können entweder normale Namen nehmen, also sowas. Aber das ist langweilig. Das ist auch langweilig, dann nennen wir uns... Es muss doch irgendeinen Elfenname geben. Wo ist mein Telefon? Ich werde jetzt mal nachgucken. Ah, na los, komm her. Psst. Elfennamen. Aber der Charakter sieht auch schon mal ganz gut aus. Da habe ich mich mal ein bisschen länger mit beschäftigt gerade. Eine ganze Folge zum Charakter erstellen. Elfennamen. Weiblich. Das soll eine Frau sein, ne? Das sieht man aber auch. Und ich werde auch anfangen, mein Skyrim wieder zu modden. Ich habe jetzt alle Mods rausgeschmissen. Aha, okay, okay. Akliriae Adan. Ariana. Oder Atabascael.
Elajoe. Floriel. Was ist das alles für Mistnamen? Alatariel. Alatariel. Alafiel. Oh, das sind alles lustige Namen. Was ist das hier? So. Aber wir nehmen mit Nachname hier. Elisel Delvon. Das machen wir. Elisel. Elisel hört sich viel besser an als Elisiel. Da Elvon. Das ist gut. Noch ein Flüchtling? Die Götter haben euer Volk wirklich verlassen, Dunkelelf. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Morrowind zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ich habe jetzt schon mal einen Dunkelelfen gespielt. Aber naja. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Ja, ja, der erste Tode. Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Dunkelelf, ihr seid dran. Niemals. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ich glaube, den Anfang habt ihr alle schon mal gesehen. Ich bin hier gerade. Heute ist der Nikolaus. Da wünsche ich euch einen schönen Nikolaustag. Übrigens, ich habe gerade so meinen Osterhasen. Kann ich mal Nico. Ach. Ja, es ist ein Osterhase, aber mit Nikolaus halt, Mann. Oh, habe ich einen Osterhase gekriegt. Was habt ihr gesehen? Ein Drache! Ein Drache! Theoretisch müsste das Alvin sein, weil kein anderer diese Attacke kann. Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Das ist Ulfric Sturmmantel. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Wir müssen einige von diesen... Oh Gott! Ich sollte doch im Feuer durchkommen. Junge, das macht dir sehr gut. Kobold ist recht so. Macht mich stolz. Immer noch am Leben? Bleib
bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. Gehen wir halt alleine da rein. Ich verstehe das nicht. Das hat ein bisschen geleckt gerade. Ah, mit dem. Einmal speichern. Jetzt kleiden wir uns erstmal ein. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Ja, ja, ja. Die machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ich habe gerade meinen Nikolaus-Hasen zertrümmert. Hier, ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Na schön, legt die Rüstung an und schwingt die... Objekte... alle... Psst. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja. Die ist verschlossen. Ja! Versuchen wir es mal beim Tor. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Verdammt. Aber... ich speichere einmal. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, wir werden die Folge noch nicht. Die Kaiserlichen! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. Einen Moment. Die Einstellung werde ich kurz hier auf.